Mein Name ist Stefan Weidle. Ich bin Geschäftsführer der Biedenkapp Stahlbau GmbH in Wangen im schönen Allgäu. Wir befinden uns hier in Bad Harzburg im schönen Harz, wie der Name schon sagt, im nördlichen Teil. Die Baumschwebebahn hat eine Länge von ungefähr 1000 Meter und man fährt ungefähr 7 Minuten, bis man unten im Tal ankommt. Der Auftraggeber ist die Baumschwebebahn Bad Harzburg GmbH aus Bad Harzburg. Wir durften glücklicherweise unweit von hier unten im Tal 2014 schon einen Baummittelpfad, einen Lehr- und Baumkronenpfad bauen. Dort hat sich ein sehr gutes Geschäftsverhältnis ergeben. Ja, mein Mann und ich dürfen ja seit 2015 den Baumwipfelpfad hier in Bad Harzburg betreiben. Und da haben wir eben geschaut, was kann es hier als nächstes geben. Und da sind wir in einem Südtirol-Urlaub auf eine Flyline gestoßen und haben dann eben gedacht, das könnte hier für Bad Harzburg die perfekte Ergänzung sein. Die drei Bs mit der Burgbergseilbahn auf dem Berg, mit der Baumschwebebahn oder Flyline eben runter und dann über den Baumwipfelpfad zurück. Die Baumschwebebahn ist besonders, weil sie hier eben am Burgberg steht. Ursprünglich war eben geplant, dass sie an Bäumen befestigt ist. Deswegen Baumschwebebahn, Flyline. Wenn man den Harz aber beobachtet, weiß man, dass hier eben die Borkenkäfer-Thematik ein ganz, ganz großes Problem ist. Und so war das eben hier auch am Burgberg. Und deswegen mussten wir uns überlegen, was kann eine alternative Lösung sein, und sind eben auf diese Mastenkonstruktion gekommen. Und das ist auch die einzig mögliche, weil sie eben sehr langlebig ist, nicht witterungsbedingt anfällig ist und so weiter. Und dann sind wir da in die Planung gegangen und aus unseres Wissens nach ist das die einzige freistehende Mastenanlage, die es überhaupt gibt. Wir waren Generalunternehmer des gesamten Projekts. Wir haben von den Baupfählen über die Fundamente, die tragende Stahlkonstruktion, die Hängeseile bis hin zum Eingangs- und Ausgangsturm inklusive Holzverschalung, inklusive Spenglerarbeiten und des Aufzugs, wo die Transportwegen wieder hochtransportiert werden, geliefert. Das einzigste Bauteil, das wir nicht beigestellt haben, das war das Edelstahlrohr, das man hier im Hintergrund sieht. Das kam über unseren Kooperationspartner, die Firma Hochkant GmbH. Die Planung war die Schwierigkeit, hier vor Ort das ganze Gelände aufzunehmen, da das ja doch recht steil ist. Der Höhenunterschied beträgt ca. 200 Meter hier. Und sie konnten hier, weil ja hier Bäume wachsen, konnten sie nur mit Drohnen und GPS diese Geländepunkte aufnehmen und dementsprechend auch die Masten platzieren. Das war die Herausforderung hier, dass wir jeden Baum so gut wie möglich standen lassen. Die größte Herausforderung hier bei der Erstellung war sicherlich die Montage vor Ort. Das heißt, es ist losgegangen hier mit den Bohrpfählen. Unter diesen Fundamenten sind jeweils 4 bis 6 Stück Bohrpfähle, 12 Meter Länge, eingegossen in den Felsanker als Grundlage für das Fundament, dass das Fundament überhaupt stehen bleibt. Dann die nächste Herausforderung war natürlich nicht der Zusammenbau vom Stahlbau vor Ort, der war drunten, der ist drunten erfolgt auf dem Parkplatz, hier den Stahlbau hochzubringen und dann vor Ort zu montieren. Das heißt, die ganze Montage haben wir hier mit einem Helikopter gelöst, also alles per Flug. Den Beton hochzuarbeiten oder reinzubringen in das Gelände, das war auch eine Riesenherausforderung. Das haben wir mit Hilfe eines selbstgebauten Hornerschlitten, heißt das im Allgäu, gemacht. Die Planung hierzu, also das heißt die Vorplanung, die dauert bestimmt 6 Monate, bis das überhaupt mal irgendwo gestanden ist, wo dieser Pfad platziert wird. Dann die Planung selber im Werk Biedenkapp, die hat dann nochmal circa 5 bis 6 Monate gedauert. Und dann ist die Montage mit 5 Monaten gekommen. Und da müssen wir eben auch sagen, dass wir sehr dankbar sind, die Partner, die wir hier an der Seite hatten. Neben Biedenkapp natürlich die ausführende Firma um Helmut Mühlbauer hier vor Ort. Aber auch natürlich die Stadt, unsere Partner, die Kurtourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg. Aber auch der Landkreis und natürlich die Naturschutzbehörden, aber auch die Forst als Flächeneigentümer, die hier alle mit im Boot waren. Und ganz besonders dankbar sind wir natürlich auch, dass wir hier die EU und Fördermittel bekommen haben und das Projekt eben entsprechend umsetzen konnten. Die Baumschwebebahn sowie auch der Baumwipfelpfad wird hier in der Region sehr gut angenommen. Dementsprechend hoffe ich, dass vielleicht irgendwann eine dritte Attraktion hier folgen wird und wir im besten Fall diese auch wieder realisieren dürfen. Ich bedanke mich insbesondere beim Auftraggeber für das Vertrauen, dass wir das Projekt realisieren durften. Und natürlich auch an die Mitarbeiter bei uns in der Werkstatt und im Planungsbüro und in der gesamten Firma, dass wir gemeinsam dieses schöne Projekt gebaut haben. Musik